So, da sind wir wieder zurück bei Miss Zweifel und wir gehen direkt zum Auto. Wir haben alles drin, was wir brauchen. Jetzt muss ich kurz gucken, starten und ab geht's. Wir wollen ja heute zur Mine fahren, um uns ein paar Erze zu holen. Wenn wir nicht unterwegs irgendwo anecken oder uns wieder festfahren. So, ich weiß auch, dass hinter meinem Haus den Berg hoch ein Banditenlager ist. Da werden wir aber erst... Schwein gehabt. Da werden wir aber erst hingehen, wenn es soweit ist. So, wir fahren einmal hier durch. Sehr schön. Wir möchten jetzt allerdings auch hoffen, dass... kein Nebel auftaucht. So, ich hoffe, ich krieg das hier hin. Leck, alles klar. War das hier in die Richtung? Jetzt muss ich gerade selber überlegen. Ich glaube. Alter, was ist denn hier los gerade in Game? War das hier hinten lang? Ja, hier hinten war es lang, genau. Alter, nee. Das geht mal gar nicht hier. So, wir müssen erst mal gucken, ob wir hier überhaupt mit dem Auto langkommen. Vorher schauen wir uns hier noch ein bisschen um, ob wir was finden an Loot. Zu denen wollen wir nicht gerade rein. Oder noch nicht, solange wir keine Munition haben. Hier oben geht die Straße weiter. Da müssen wir aber nicht lang, wir müssen nach da hinten. So, jetzt müssen wir gucken. Hier an der Seite kommen wir nicht mit dem Auto lang. Okay. Dann müssen wir wohl oder übel zu Fuß gehen. Nein! Warum? Scheiße! Ich hab mich schon wieder festgefahren. Oh, es dreht sich, es dreht sich, es dreht sich. Ja, komm, dreh dich weiter. Komm, dreh dich. Du schaffst das. Ja, wir haben es geschafft. So. Wir brauchen das Gerät. Die Axt nehmen wir vorsichtshalber auch mal mit. Die Machete ab in die Hand. Und ab geht's. Hier hinten hätte man natürlich auch richtig gut bauen können. Oh lol, geht hier eine Straße lang? Nee. So, erstes Auto. Ist da was drauf? Nein, schade. In dem Zelt ist nichts drin. Ja, ihr seht schon.
Wir kommen dem Ganzen etwas näher. Da unten ist dann die Mine. Wir looten aber erst einmal hier oben. Denn wir brauchen auf jeden Fall Munition. Und Metallschrott. Ein Schokoriegel, den nehmen wir auch dankend mit. Da ist nichts drin, da ist nichts drin. Hier gibt es nichts. Haben wir hier unten irgendwas? Was ist das? Kann man nicht betätigen, okay. Hier, Essen. Auch immer gut. Da ist nichts drauf. Bei dem gibt's nichts. Bei dem... Was haben wir hier? Oh, Charcoal. Ich weiß zwar nicht für was, aber mitnehmen. Hier ist nochmal Metallschrott. Hier ist nochmal Charcoal und Stoff. Ja. Dann gehen wir einmal dort die Treppe hoch. Und noch mehr Stoff. Hier könnte man sich auch eine richtig geile Base aufbauen. So, gibt's hier irgendwas Interessantes? Komme ich da hoch? Warum komme ich dort nicht hoch? Gibt es dort überhaupt was? Nee, gibt's nichts. Also dann... Haha! Ab nach hier unten. So, jetzt muss man aufpassen. Nicht, dass uns hier irgendwas Schreckliches erwartet. Hier haben wir schon die ersten Erze. Das ist sehr gut. Ach, eine Picke haben wir noch. Wir gucken aber erst einmal. Loot scheint es hier nicht zu geben. Gut. Ich weiß immer noch nicht, warum das so merkwürdig laggen tut. Aber, ja, das wird sich schon noch herausstellen, warum, wieso, weshalb. So, das müsste Schwefel gewesen sein, so wie das aussieht. Naja, wir gucken erstmal hier hinten. Das müsste Eisen sein, wenn mich nicht alles täuscht. Und man sieht, die Stamina geht auch runter. Kopper ist das. Okay. Salpeter. Der eine ist sogar an die Wand geglitscht. Schön. Das sieht mir jetzt aus wie Gold. Yep, Gold. So, wir gucken. Wir sind fast voll. Wir nehmen einfach alles mit, was es hier gibt. Denn einiges brauchen wir zur Munitionherstellung. So. Da geht's nicht weiter, da nicht, da geht's weiter. Jetzt muss ich doch tatsächlich mal was testen. Nein, die gehen nicht. Das müsste jetzt aber Eisen sein. Nee, Salpeter. Seltsam. Gibt's hier kein Eisen?
Okay, was haben wir hier? Hier komme ich nicht lang. Und was haben wir hier? Oh, ein schönes Lager. Gibt es hier eventuell auch guten Loot? Scheint mir nämlich nicht so. Okay, das kann man nicht kaputt machen. Das auch nicht. Das auch nicht. Da ist eine Tür. Kommt man da irgendwie rein? Anscheinend nicht. Oh lol, das ist ja scheiße. Schade, ich dachte, man kommt da rein und kann sich das Essen looten und alles. Apropos Essen, wie sieht's denn aus? Hunger geht noch. Das geht alles noch. Hier kann man nichts auseinandernehmen, schade. Ja, da war man in der Mine. Schade, ich dachte, hier gibt es mehr. Aber gut, nicht mal Munition gefunden. Das ist richtig scheiße. Kann man jetzt allerdings auch nicht ändern. So, da würde ich sagen, wir rennen. Alter, keine Ausdauer mehr. Hier, ess mal was. Das kannst du auch zu dir nehmen. So, wir gucken mal. Hat die noch Munition? Die hat 5 Kugeln. Oh, das reicht hinten und vorn. Nur nicht. Was ist mit dem Strommast bitte schön los? Ach, ich habe was vergessen. Das Wichtigste vom Wichtigsten. Und zwar, na komm, verschwinde da unten. Thumbnail. Auch wenn jetzt dieses Food Poison gerade etwas Nerven tut dabei. Ja, der Strommast, der schwebt schön in der Luft. Was ist das dort? Es sind nur Steine, okay. Schade, dass man hier nicht mit dem Auto langkommt. Dann wären wir jetzt nämlich in die andere Richtung gefahren. So, oh, da hinten, das sieht ein bisschen gefährlich aus. Da möchte ich ungern hingehen. Ich will mich erst einmal leer machen hier. So. Rein damit. Rein damit. Das. Das, 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 das rein, der Stoff kann rein, das Brecheisen und die Sachen hier können auch erst einmal rein und einmal essen, bitte. So, da gucken wir mal ganz kurz hier oben. Da liegt ein umgestürzter. Da schwebt einfach mal ein Auto in der Luft. Das ist mir auch neu. Hier ist ein Backpack. Oh, lol, okay. Da ist eine Kirche. Ich weiß, dass in der Stadt irgendwo ein Sniper ist. Mit dem möchte ich mich ungern anlegen. Oh,
Aber ich glaube, der ist in der Kirche drin, im Turm. Was ist das? Okay, Scheiben in der Luft, das ist mir auch neu. Yep, das war's dann mit der Munition. Auto ist ja in Sicherheit, da passiert nichts. Ach, da ist der Spielplatz, okay. Hier sind auch wieder welche drinne. Das ist nicht schön. Ich brauche halt Munition. Aber wir fahren jetzt erst, oder beziehungsweise wir fahren in der nächsten Folge zurück. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, lasst Kommentare da. Und ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dahin, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.